Alltag an einem der 33 Standorte der ADAC Luftrettung. Ein Rettungsteam bestehend aus Notarzt, Rettungsassistent und Pilot geht in die Luft. 37 Jahre ist es mittlerweile her, dass die ADAC Luftrettung an den Start ging. Damals ein absolutes Novum, heute schon fast eine Selbstverständlichkeit. Über 400.000 Einsätze wurden inzwischen geflogen. Tendenz steigend. Allein 2007 waren es 42.206 Einsätze. 2.690 mehr als 2006. Von einem Hubschrauber im Jahre 1970 ist die Flotte inzwischen gewachsen auf 47 Helikopter an 33 Standorten. Von Sonnenaufgang bis zur Dunkelheit sind die Rettungsteams in Bereitschaft. Die Infrastruktur ist kontinuierlich mitgewachsen. Inzwischen verfügen fast alle großen Krankenhäuser über einen entsprechenden Landeplatz, um schnelle Hilfe leisten zu können. Sehr hohe Anforderungen werden auch an das Können der Piloten gestellt, die meist gezwungen sind, selbst an ungünstigsten Stellen zu landen. Zu nennen sind hier vor allem Einsätze im Hochgebirge, wo es keine Landemöglichkeiten gibt und daher sehr oft eine Spezialausrüstung erforderlich ist. Oder Flüge in den Küstengebieten, die zum Beispiel zu Leuchttürmen oder zu Schiffen auf hoher See erfolgen müssen. Die Koordination der Flüge erfolgt durch die ADAC-Rettungsstelle. So konnten vergangenes Jahr wiederum 37.225 Patienten betreut werden.